Nehmen wir jetzt einfach mal die Position der Wolfsgegner, die eben dem Nabu Fragen stellen. Und von diesen Fragen ausgehend möchte ich jetzt auch mal so ein bisschen die Situation untersuchen, dass wir einfach mal eine rote Linie haben, der wir ein bisschen folgen wollen. Ich verlinke euch natürlich auch das entsprechende PDF. So, erstens, der Wolf zeigt aktuell in Deutschland eine enorme Ausbreitungsdynamik. Ab welcher Bestandeshöhe und wodurch werden nach Auffassung des NABU Selbstregulationsmechanismen beim Wolfsbestand eintreten? Welche Auswirkungen sind davon zu erwarten? Die wollen also wissen, wie viel Wolf muss es denn noch geben, bevor der Wolf weniger wird? Wo ist die Obergrenze des Wolfsbestands in Deutschland? Ich hatte es ja gerade eben schon mal so ein bisschen plakativ gesagt gehabt, was der NABU halt eben dazu denkt. Die Frage ist, hat dazu jetzt der Jagdverband auch schon eine Meinung oder wollen sie das einfach im Vorfeld vom NABU wissen, damit man sich dann jeweils da abgleichen kann? Im Prinzip müssten sie ja selber irgendeine Antwort auf die Fragen, die sie stellen, haben. Das habe ich aber auch nicht gefunden, ob das irgendwo steht. Das heißt jetzt eben nicht, dass es keine Antwort gibt, sondern jedenfalls wird zumindest mal nicht so offensichtlich im Internet kommuniziert, dass ich sie problemlos finden kann. Aber das ist wirklich ein wesentlicher Faktor. Wie viel Wolf passt in Deutschland rein und wodurch und warum sollte der dann aufhören, irgendwann in seinem Bestand nicht mehr zu wachsen? Weil ein Wolf hat halt keine natürlichen Feinde. Was normalerweise die Wolfspopulation in einem rein natürlichen Ökosystem beschränkt, ist halt das Nahrungsangebot. Das kann man gerade bei den Nordwölfen, also zum Beispiel in Alaska, Kanada und solchen Ecken, sehr gut beobachten, wenn da halt mal aus irgendwelchen Gründen viele Karibus gerade gestorben sind. Rentier ist fast dasselbe Tier, gibt so ganz kleine gewisse Unterschiede in der Genetik, aber im Prinzip ist dasselbe Tier, Rentier und Karibu. Wenn da mal wieder viele gestorben sind, dann kann man davon ausgehen, dass es danach auch relativ bald weniger Wölfe geben wird. Jäger-Beute-Beziehung. Das ist zwar wirklich unglaublich simpel, aber im Grundprinzip stimmt das schon, dass es das meistens so ein bisschen so in der Richtung abläuft. Wölfe können auch sehr gut regulieren. Wenn sie weniger zu fressen kriegen, kriegen sie automatisch weniger Jungen. Der Fuchs kann das auch. Das hängt einfach von der Nahrungssituation ab, wie viele Eizellen da bei Mutterwolf heranreifen und entsprechend dann auch befruchtet werden können. Und ja, wozu, wie, wodurch soll denn der Wolf bei uns reguliert werden in der Populationsgröße, wenn er einfach unendlich zu futtern findet? Erstens mal derzeit noch im Wald, weil das ist auch nochmal was Wichtiges, was wahrscheinlich die Jäger auch so ein wenig umtreiben dürfte, da bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der aktuellen Wilddichte bei uns fast jede halbwegs waldreiche Region Deutschlands potenziell allein von der Wilddichte her geeignet wäre, mehrere Wolfsrudel aufzunehmen. Also im Prinzip könnte es den in jedem halbwegs größeren Waldstück geben. Ein bis zwei oder drei Rudel, je nachdem, wie groß das Waldstück halt eben entsprechend ist. Wir wissen es dann nicht so hundertprozentig genau und können es nur grob modellieren, inwiefern das dann den Wildbestand so sehr einschränken würde, dass der Wolfsbestand dann dadurch irgendwann zurückgehen würde. Wahrscheinlicher ist halt eben, dass der Wolf, bevor er beschließt, okay, jetzt kriege ich keine Kinder mehr oder jetzt falle ich selber tot um, sich alternative Nahrungsquellen sucht. Beziehungsweise wird das halt eben von vielen Leuten befürchtet, inklusive mir. Und dass er dann halt noch mehr, als er es schon tut, dazu kommen wir natürlich auch nochmal ausführlich zu sprechen, aufs Haustier ausweichen wird, dass da praktischerweise quasi auf dem Silbertablett serviert, irgendwo auf der Wiese rumsteht und viel zu lahm ist, um wegzurennen. So ein Schaf, das ist ja lächerlich. Das ist quasi Meals on Wheels, oder so ähnlich für so einen Wolf. McDonald's quasi. So. Gehen wir mal zur zweiten Frage. Welche Gebiete sind nach Ansicht des NABU in Deutschland ungeeignete Lebensräume für den Wolf? Weil das ist nämlich auch nochmal ganz interessant. Also wenn man einfach nur die NABU-Seite durchliest, kann ich so ein bisschen die Ansicht des Jagdverbandes schon nachvollziehen, weil da steht nicht wirklich da, wo denn die Grenze ist, wohin sich der Wolf ausbreiten soll, der ja generell einfach mal willkommen ist. Und generell ist es toll, dass der Wolf jetzt kommt. Und wo soll er denn nicht hin? Wie lassen sich bei zunehmender Ausbreitung des Wolfes nach Ansicht des NABU langfristig Naturschutzziele durch extensive Beweidung umsetzen? Wie will der NABU künftig Weidetiere für den Deicheinsatz und die Almwirtschaft von den Wölfen schützen? Das ist meiner Meinung nach schon eine sehr provokante und überaus schwierige Frage, weil das ist das, was ich anfangs auch mal so ein bisschen provokativ in den Raum geschmissen hatte. Der Naturschutz, wenn man ihn als ein Ding zusammenfassen möchte, was man nicht tun sollte, aber wenn man das tut,
Und was er sich anbietet und was der eine oder andere Jäger, der da Mitglied im Deutschen Jagdverband ist, mit Sicherheit tut, wenn er nicht ganz so diplomatisch ist wie ich zum Beispiel, dann stellt sich einem doch die Frage, der Naturschutz will einerseits, dass zum Beispiel Magerräsen, in jedem Teil von Deutschland gibt es irgendwo so irgendwelche tollen, naturnahen, also wunderbaren Naturschutzgebiete, die richtig toll aussehen, mit Räsen, die beweidet werden von Schafen und Ziegen, größtenteils, teilweise auch von Kühen. Und die laufen da halt frei rum, die haben noch einen Schäfer dabei und einen Hütehund, der eben aufpasst, dass die Schafe nicht abhanden kommen, nicht irgendwohin ausbüchsen und so weiter und so fort. Und die fungieren quasi als Rasenmäher für die Landschaft. Das ist die einzig wahre, wirklich brauchbare Methode, um eben solche Lebensräume auf Dauer zu erhalten, um quasi gegen den Wald die Wiederbewaldung solcher Standorte ja, zu verhindern durch weitere Beweidung. Eine wichtige, sehr schöne natürliche historische Kulturlandschaft, die dadurch eben erhalten werden muss, in der jede Menge seltene Arten Unterschlupf finden, die bei Fehlen dieser Lebensräume komplett verschwinden würden in Deutschland. Das ist auch ein Fakt, muss man so sagen. Ob man das schlimm findet oder nicht, das ist wieder was, was man durchaus diskutieren kann. Aber solange man sagt, man will diese seltenen Arten, da sind tolle Vögel dabei, wunderschöne Orchideen und solche Sachen, man will die erhalten, dann muss man auch weiterhin mit dieser extensiven Bewirtschaftung, also Beweidung dieser Landschaftstypen weitermachen. Und das ist ohnehin schon teuer und man zahlt da drauf. Da geht jede Menge Geld für den Naturschutz eben flöten, diese Beweidung umzusetzen. Verdienen tut man damit nichts, aktuell zumindest. Außer irgendjemand kommt mal auf die Idee, dass man 300 Euro für eine Heidschnuckensalami oder was verlangen kann, wenn die entsprechend in der Lüneburger Heide, das wäre jetzt so ein Beispiel für so eine Landschaft, fröhlich durch die Heide gehopst ist. Bisher kosten die ja nicht ganz 300 Euro pro Salami. Vielleicht 100 oder kommt auf die Größe der Salami an. Ja, wie will man das bitte wolfsicher machen? Das ist wichtig, dass die in größeren Abständen wirklich über die gesamte Landschaft ziehen. Man müsste da also mit enormen Zäunen arbeiten, das wäre wahrscheinlich so das Naheliegendste, um eben zu verhindern, dass die dann regelmäßig vom Wolf gefressen werden. Man bräuchte richtig viel Herdenschutzhund, man bräuchte zusätzliches Personal. Das muss alles bezahlt werden. Und ich finde, um jetzt mal kurz meine Meinung da einfließen zu lassen, es läuft wirklich auf ein finanzielles Problem heraus. Wenn man gleichzeitig die bisherige Form der Beweidung unserer Landschaft, der freien Beweidung unserer Landschaft beibehalten möchte, was übrigens der Grund ist, weshalb der Wolf überhaupt erst ausgerottet worden ist, ne? Man wollte keine Angst haben müssen um seine Tiere, die man zum Weiden irgendwie raus auf die Wiese schickt. Einer der Gründe, weshalb der Wolf ausgerottet worden ist. Wenn man aber beides noch will und nicht sagt, okay, ja, dann verzichten wir auf Freilandweide und im krassesten Fall, ab sofort gibt es Nutztierhaltung nur noch im Stall, wo der Wolf mit Sicherheit nicht reinkommt und wo es billig ist, den Stall wolfsicher zu machen. Das ist natürlich keine wirkliche Option, aber das wäre der krasseste Fall. Ich wollte ihn nur mal genannt haben. Ja, will man das dann? Wenn man sagt, ja, der Wolf ist generell überall willkommen, also das krasse Extrem, man sagt einfach Wolf, her damit. Ja, komm her. Au. Ich mag Wölfe, ich finde die toll, ich finde das großartig, dass die da sind und das sind wahnsinnig faszinierende Tiere. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken. Aber das Experiment Großraubtier in Deutschland, schwierig, 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 schwierig. Man muss da wirklich Millionen, richtig viele Millionen, also so mindestens so zwei, drei Berliner Flughäfen plus eine Elbphilharmonie. Meiner Meinung nach müsste einem das so viel Geld wert sein, dass der Wolf bei uns wieder heimisch werden kann. Und man müsste entsprechend zu 120% entsprechende Viehhalter, die gerne ihr Vieh draußen in der Landschaft halten wollen, mit 120% meinetwegen bezuschussen, wenn die sich einen wolfssicheren Zaun kaufen wollen. Es ist einfach falsch, da auch nur Ansätze von Geiz zuzulassen. Derzeit werden sie wohl gerade mit 50% bezuschusst. 80% ist wohl gerade im Gespräch, nach dem letzten, was ich gelesen habe. Je nach Bundesland und nach Region ist das nochmal unterschiedlich. Also einfach nur, um mal ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen. Richtig wäre meiner Meinung nach wirklich 120%. Und wenn dann doch mal ein Tier gerissen werden sollte, wenn dann die Sicherheitsvorkehrungen alle da sind, wie es dann vorgeschrieben ist, und da muss alles vorgeschrieben sein, was irgendwie technisch auch nur irgendwie realisierbar ist,
Dann muss man halt dann sagen, wenn trotzdem ein Schaf abhanden kommt und der Verdacht besteht, es handelt sich um Wolf, dann muss man das halt eben mit dem 200-fachen, nicht ganz, ne Quatsch, 200-prozentigem Wert des Tiers entsprechend wieder ersetzen. Also es kann wirklich meiner Meinung nach nur mit Geld möglich sein, auch den emotionalen Schaden, den da so ein Schäfer halt eben hat, wenn dem dauernd die Schafe gefressen werden, das nimmt einen doch mit. Ich meine, der mag ja seine Schafe. Das kann ja gar nicht anders sein, sonst würde er den Job nicht machen. Das ist einfach utopisch, dass man einfach sagt, na und, so ein Schaf ist auch nur eine Kapitalanlage, dann gibt man dem halt wieder Geld. Selbst wenn man ihm sagt, man gibt ihm richtig viel Geld, kann es trotzdem immer noch sein, dass es idealistische Schäfer gibt. Und das werden wahrscheinlich die Mehrheit sein, weil ich glaube, Schäfer wird man nicht aus monetären Interessen, die dann trotzdem sagen, nein, ich ertrage das nicht, wenn meine Schafe gerissen werden. Schwierig, 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 schwierig. Das wollte ich jetzt nur mal so zwischendurch da reinschmeißen. Also eben, wie schützt man solche extensiven Beweidungen vor dem Wolf? Man stellt einen riesigen Zaun drum. Ein Problem, was die Jägerschaft und die anderen Verbände und interessanterweise im Prinzip der NABU selber, was sie an anderer Stelle gesagt haben, damit haben, mit diesem riesigen Zaun in die Landschaft stellen, ist, erstens mal reduziert das die freie Artenbewegung innerhalb des Landes. Das heißt, der Genfluss, der Austausch von Erbanlagen wird schwer eingeschränkt. Die seltenen Viecher, die nach Möglichkeit ja irgendwann nicht mehr selten sein sollen, die aber in eingezäunten Gebieten leben müssen, sozusagen Reservate für seltene Viecher, damit der Wolf dann da nicht reinkommt, können dann da entsprechend auch nicht mehr raus und es besteht keine Chance, dass die seltenen Tiere sich noch irgendwie ausbreiten können. Außerdem, die Population, die da ist, wird entsprechend genetisch verarmen innerhalb ihres eingezäunten Bereichs und irgendwann auch untergehen, weil sie alle inzestuös quasi vorbelastet sind, weil in irgendeiner Form miteinander verwandt. Wenn eine isolierte Population, die zu klein ist, um einen eigenen großen Genpool auszubilden, da spricht man so von zum Beispiel bei Säugetieren 1000 Stück, mindestens, die nicht miteinander verwandt sind, wohlgemerkt, das sieht irgendwann böse aus. Gut. Welche ökologischen Auswirkungen sieht der NABU durch eine großflächig gezäunte Weidetierhaltung, Verdrahtung der Landschaft auf geschützte Arten? Das habe ich gerade erklärt. Dies insbesondere vor dem Erhalt von Wanderkorridoren und des notwendigen genetischen Austauschs. Ja. Das habe ich ja gerade erklärt. Wanderkorridore wäre dann eben das große Bemühen des, von verschiedenen Einrichtungen, die auch was mit Naturschutz zu tun haben. Und da gehört die Jägerschaft auch durchaus aktiv dazu, also der Deutsche Jagdverband. Grünbrücken über Autobahnen beispielsweise, ein Wanderkorridor, um mal da einen entsprechenden Begriff in den Raum zu schmeißen. Wird schwierig, wenn überall Zäune in der Landschaft stehen. Das macht das unglaublich schwierig. Außerdem, für den Wolf selber ist das ja auch ein großes Problem, weil dann kann unter Umständen ein Wolf, der nachkommen soll, um die Wolfspopulation genetisch gesund zu erhalten, was den Erbgutaustausch angeht, der muss ja auch über all diese Hindernisse hinwegkommen, die ja gerade genau dafür gedacht sind, dass er dann nicht durchläuft. Es ist schon schwierig genug und hat ja deswegen auch so lange gedauert, bis es Wölfe geschafft haben, von ganz weit weg nach hier zu kommen. Und potenziell sind sie ja dazu in der Lage, aber trotzdem schaffen es nur hin und wieder mal eben einzelne Tiere. Und daran wird sich wahrscheinlich in nächster Zukunft auch nichts ändern. Es werden jetzt nicht Ströme von Wölfen aus dem Osten anrücken, nur weil wir seit 30 Jahren gesagt haben, wir schießen keine mehr. So, ich lese mal noch eine Frage vor. Der NABU begrüßt die finanzielle Unterstützung von Präventionsmaßnahmen für Weidetierhalter. Wie hoch schätzt der NABU den bundesweiten Finanzbedarf für eine wolfsichere Weidetierhaltung in Deutschland? Dann kommt eine dicke, fette Klammer, die halt eben alles Mögliche aufzählt, was dann daher muss. Zäune, Anschaffung und Unterhalt von Herdenschutzhunden, Arbeitszeit für Aufstellen, ständiger Umsetzen der Zäune, Erhöhung der Versicherungsschutzes, auch ein großer Faktor, für den Fall des Ausbrechens von Nutztieren nach einem Wolfsangriff, etc. Wie wird das Verhältnis Aufwand pro Tier für den Schutz kleiner Weidetiereinheiten beurteilt? Also wenn es wirklich nur so kleine Hobbyschäfer sind, die von mir aus 20 Tiere haben,
Die können sich keine unglaublich teure, wolfssichere Zaunanlage leisten. Das ist unmöglich. Außer man sagt, man subventioniert die mit 100%. Selbst mit 80% können sie sich das noch nicht leisten. Eine entsprechende super Hochsicherheitszaunanlage im großen Umfang für 20 Schafe, das kostet 20.000 Euro oder was weiß ich. Oder noch mehr. Wartung nicht mit inbegriffen und Strom, die brauchen auch ordentlich Strom. Das reicht nicht, wenn das so ein kleiner Kuhzaun mit so einem kleinen Zipperle ist, sondern das muss schon so ein richtiger Wump quasi dahinter sein, was die Stromstärke angeht. Das ist einfach auch logistisch unglaublich schwierig. Ja, man will die Schafe ja mitten in der Natur in Anführungszeichen weiden lassen. Dann kriegt da halt mal Strom hin. Dann brummt da die ganze Zeit der Generator und zwar nicht ein kleiner, sondern ein großer. Alles so ein bisschen nachvollziehbar, dass man als Freund der Schafhaltung beispielsweise sowas überhaupt nicht haben möchte. Und der Wolf macht's notwendig. Das ist nämlich auch nochmal was, was man diskutieren muss. Der macht das einfach notwendig. Das ist ein Fakt. Nach dem, was wir bisher wissen, wird sich der Wolf definitiv, insbesondere wenn es noch mehr Wölfe werden, immer mal wieder gerne eben so ein Meals on Wheels Schaf da entsprechend holen, insbesondere wenn die einfach dämlich in der Landschaft rumstehen und überhaupt nicht geschützt sind. Ein weiterer wichtiger Faktor, der in den Kommentaren zu, ich glaube, dem letzten Wolfsvideo, also dem Verhaltenstipps angesprochen worden ist, ist Herdenschutzhund. Herdenschutzhund ist ja eine der Maßnahmen, die man eben ergreifen kann, um seine Herde wolfsicher zu machen. Es ist auch die einzige, zusammen mit dem Herdenschutzesel, Maßnahme, die möglicherweise eben helfen könnte, eine Herde ohne Zaun wolfsicher zu machen. Da braucht man aber dann viele Herdenschutzhunde. Und so ein Herdenschutzhund kostet, ich weiß es nicht genau, ich glaube so 3.000 Euro mit der Ausbildung, mindestens. Mindestens. Das kann auch noch mal ein bisschen mehr sein. Dann braucht der Futter, anders als ein Schaf frisst der halt eben kein Gras und man braucht davon viele. Das sind also auch schon wieder laufende Kosten, die hast du dann halt einfach mal. Dann hat nicht jeder das Know-how, so einen Herdenschutzhund selber auszubilden, dann muss man die irgendwo herholen. Wenn man die irgendwo herholt, ist das schlecht, weil die müssen ja ihre Herde als ihre Herde ansehen, beziehungsweise sich als Teil der Herde verstehen und das funktioniert nur mit Zeit. Wenn man jetzt einfach aus irgendeiner Herdenschutzhundfabrik den Herdenschutzhund holt und zu irgendwelchen Schafen sitzt, dann denkt er sich, ja, okay, ich bin der Herdenschutzhund, das sind Schafe, na und, sind ja nicht meine. Ich habe das ja mit anderen Schafen gelernt, wie man die beschützt. Deswegen, man muss selber das Know-how irgendwie haben, mit so einem Herdenschutzhund umzugehen. Und ganz wesentlicher Faktor ist, wenn man jetzt in der Landschaft keine Schafsherden mit Hütehund mehr rumstehen hat, der Menschen größtenteils ignoriert, oder vielleicht zumindest mal so ein ganz, ganz kleines bisschen aggressiv reagiert, wenn man jetzt wirklich das Schaf auf den Arm nehmen und wegtragen möchte. Aber ansonsten sind die ja relativ harmlos. So ein Herdenschutzhund, das beginnt jetzt in der Schweiz übrigens inzwischen zum Problem zu werden, die haben schon entsprechende Warnschilder aufgestellt. Ich wäre sehr dankbar, falls zufällig ein Schweizer Zuschauer, das jetzt hier gerade sieht, wenn der da mal irgendwie ein bisschen persönliche Erfahrungen berichten kann. Ich habe da leider noch nie was Persönliches von irgendjemand gehört, wie das bei euch in den Bergen denn aussieht mit den entsprechenden Herden, die da vom Herdenschutzhund geschützt werden. Und man halt eben sehr vorsichtig sein muss beim Vorbeilaufen an der Schafherde, dass man nicht vom Herdenschutzhund angegriffen wird. Ich habe gehört, bisher sei noch nie was passiert, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Mensch ist, der Angst vor Hunden hat und dann kommt da dieser Herdenschutzhund und bellt einen dann an, dann soll man sich richtig verhalten. Es ist durchaus nicht unüblich, dass bestimmte Leute dann große Schwierigkeiten bekommen, wenn die von so einem Köter angebellt werden und das Herrchen ist weit und breit nicht zu sehen. Denn Herdenschutzhund ist ja gar nicht dafür da, ein Herrchen zu haben, in Anführungszeichen. Der lebt ja wirklich zusammen mit der Herde. Der soll gar nicht auf den Menschen großartig hören, sondern einfach nur die Herde beschützen. Der erweiterte Super-Ultra-Herdenschutzhund hört vielleicht auch noch auf sein Herrchen. Aber im Prinzip ist das gar nicht so sehr seine Aufgabe. Das macht die Sache mit der korrekten Herdenschutzhundhaltung nochmal extrem schwierig. Und ja, also ich persönlich, ich hab's nicht so mit Hunden. Es gibt einzelne Hunde, die sind total cool. Ja, die haben ja auch einen Charakter. Aber in der Regel, so der Hund an sich als Art, das ist nicht so meins. Und wenn die angerannt kommen und mich vollkläffen, wenn ich versuche, da in den Alpen eine Runde spazifizieren zu gehen, gar nicht abseits vom Weg, auf irgendwelchen Wanderwegen, und die Schafherde ist halt gerade zufällig an dem Wanderweg unterwegs, oder über dem Wanderweg unterwegs,
um den Wanderweg verteilt. Ist ja ganz egal. Sobald man sich dieser Schafherde, die mit Herdenschutzhund gesichert ist, nähert, kann der halt eben aggressiv, wird er wahrscheinlich, auf einen als Mensch auch reagieren und die Herde zu beschützen, versuchen. Ist ja sein Job. Kann man ihm so gesehen nicht übel nehmen, aber ich hätte da enorm ein Problem mit. Ich wüsste da nicht so ganz, was ich da tun soll und wie ich jetzt an diesem Köter vorbeikomme. Köter in diesem Sinne, weil das ist eine Stresssituation, dann mag ich den nicht besonders. Und wenn mir das mehrfach passiert und ich gerne in der Landschaft spazieren gehen möchte, dann könnte ich mir zum Beispiel denken, ja, okay, also so einen Wolf sehe ich hier weit und breit nicht. Habe ich noch nie einen gesehen. Der interessiert sich überhaupt nicht für mich, der geht mir aus dem Weg, der stört mich nicht. Ein Herdenschutzhund, der stört mich regelmäßig. Das ist also wirklich nochmal so ein richtiges Potenzial, dass das nochmal in einen größeren Konflikt ausarten könnte. Und ich kann es gut verstehen, ich persönlich, eben auch als Mensch, der es nicht so sehr mit Hunden hat und da so einen gewissen Respekt vor den Tieren entsprechend hat. Ja, wie viel Geld hat der Nabu selbst schon an Dritte für den Schutz von Weidetierhaltung ausgeschüttet? Das ist natürlich ein bisschen provokant, ne? Also so reich ist der Nabu jetzt auch nicht, dass die jetzt ihr Geld für einzelne Weidetierhalter ausgeben müssen, finde ich. Aber gut, man kann sich da natürlich auch wieder streiten. Jetzt muss ich ein bisschen, da gibt es jetzt noch diverse andere Fragen, aber es sollte klar sein, worauf das hinausläuft. Es sind insgesamt 8 Fragen. Ich habe jetzt gerade 4 bisschen durchgekaut. Das geht weiter in der Richtung. Das ist wirklich nicht so wichtig. Ihr könnt es euch ja mal durchlesen und den Rest zur Kenntnis nehmen. Jetzt muss ich ein bisschen einen Naturschutz natürlich wieder in Schutz nehmen. Grundsätzlich ist das Argument, dass der Wolf hier in die Landschaft gehört und eigentlich ein älteres Recht hat, sich hier aufzuhalten als wir. Ja, gut, da kann man sich streiten. Wir waren ungefähr zeitgleich da. Nach Rückgang des Eises ist Homo sapiens und Wolf wahrscheinlich mehr oder weniger ziemlich simultan hier eingewandert und hat lange Zeit miteinander irgendwie zusammengelebt. Soweit ich weiß die Entwicklungsgeschichte vom Wolf nicht so ganz. Aber nichtsdestotrotz kann man schon sagen, der Wolf hat eher ein Recht, in unseren Wäldern unterwegs zu sein als wir. Oder zumindest hat er genau das gleiche Recht, wenn man jetzt da wirklich mit ethisch-moralischen Grundsätzen eben an dieses Wildtier rangehen möchte und eben die Diskussion auf ethisch-moralischer Ebene führen will. Kann man machen. Finde ich schon auch zum gewissen Teil durchaus legitim. Das ist ja auch wichtig. Gerade im Umgang mit der Natur, es sind so ethische Fragestellungen, moralische Fragestellungen, wie sollte man mit der Natur umgehen, einfach moralisch gesehen, ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist also schon nichts, was man unter den Teppich kehren kann und dann sagen, wir argumentieren jetzt hier nur noch mit rein wissenschaftlichen Kriterien. Das funktioniert nicht bei so einer Fragestellung, wo 70 Milliarden Deutsche oder ich weiß gar nicht, 70 Milliarden sind wir nicht, 70 Millionen, sind wir 70 Millionen oder 80 Millionen? Ich weiß gerade nicht die Einwohnerzahl von Deutschland so genau. Aber ja, jeder Deutsche, der potenziell möglicherweise nicht jetzt gerade unbedingt am Alexanderplatz in Berlin wohnt, sondern auf irgendeinem Dorf im Land, der ist von diesem Thema betroffen. Und natürlich spielt da Moral, Emotionen und so ein Kram durchaus eben eine Rolle. Ja, und dann wäre da halt eben dieses Argument, ist ein ganz stichhaltiges, wie ich finde, dass man einfach sagt, der hat ein verdammtes Recht, hier zu sein. Wir haben nicht das Recht, dem Wolf zu verbieten, in einen für ihn typischen Lebensraum wieder einzuwandern. Und er erhöht die Biodiversität. Und er macht aus den derzeit sich nicht unbedingt artgerecht verhaltenden, wie man vermutet, das ist auch noch nicht hundertprozentig bewiesen, Wildpopulationen, die wir dann im Walde so haben, wieder sich artgerecht verhaltende Wildpopulationen, die wir im Walde so haben. Weil derzeit zum Beispiel das Reh ist so gut wie ausschließlich nachtaktiv. Es kommt nur ganz selten mal vor, wenn es gerade irgendwo wirklich ganz ruhig ist, in der Wildruhezone hockt oder irgendwelche solche Späße. Keine Ahnung, irgendwo an irgendwelchen Wiesen, die zu nah am Dorf sind und das Reh genau weiß, da wird nicht geschossen, da taucht es auch tagsüber mal auf. Aber ansonsten ist das Reh wirklich ganz überwiegend nachtaktiv und kommt, wenn es ein schlaues Reh ist, erst dann raus aus seinem Versteck, wenn es genau weiß, es ist jetzt so dunkel, dass nicht mehr auf mich geschossen werden kann.
Und so ein Verhalten ist eigentlich nicht atypisch. Atypisch wäre, soweit wir es wissen, ein tagaktives Verhalten, mehr oder weniger rund um die Uhr und eher nachts, wenn es nichts sieht, dann wird sich's eher ausruhen und dann eher nachts eben in der Deckung sich verstecken, um nicht nachts vom bösen Raubtier gefressen zu werden. Und wir wissen es auch gar nicht so hundertprozentig, wie sich in Deutschland das Wild verhalten würde in einem natürlichen Umfeld mit Prädatoren, die das ganze Jahr über für sie potenziell gefährlich sind. So ein Rehkitz, das kann ja auch von der Wildkatze, die es nur in geringfügigen Stückzahlen gibt, aber auch eben vom Fuchs, und das ist mal so der Hauptfeind des Rehkitzes, mal gerissen werden. Wobei so ein Fuchs größtenteils wirklich einfach nur Mäuse futtert, aber ein Rehkitz steht schon auch mal auf dem Speiseplan hin und wieder. Der Luchs wäre so ein Faktor. Interessanterweise ist der Luchs aber gar nicht so kontrovers diskutiert. Der reißt zwar auch mal hin und wieder hier und da mal ein Schaf, aber nicht in dem Umfang wie Wölfe, und der Luchs hat einen großen Vorteil. Der ist für den Menschen absolut harmlos. Also es gibt überhaupt keinen Fall, wo der Luchs auch nur mal ansatzweise auf die Idee gekommen wäre, einen Menschen anzugreifen. Höchstens vielleicht, wenn man den in seiner Höhle mit dem Gesicht voran da reinkriegt: Hallo Luchs! Patsch! Dann kriegt man vielleicht einen gescheuert, aber das ist ja bei einer Hauskatze auch so. Also, ja, ne? Ja. All diese Beutegreifer, diese Prädatoren eben. Die gehören hier eigentlich her. Und das ist, ich finde, das allein wäre eigentlich Grund genug, wenn man das ethisch-moralisch sehen möchte, um zu sagen, wir tun, was in unserer Macht steht, dass das irgendwie möglich ist. Und jetzt ist natürlich so, dass so ein Wolf auch ein unglaublich faszinierendes, mythologisch sagenumwobenes, polarisierendes Tier ist. Also entweder hat man große Angst vor dem bösen Wolf, oder das ist quasi das Sinnbild der Freiheit, auf einem ähnlichen Niveau wie der Weißkopfseeadler bei den Amis. Oder ja, also es gibt kaum ein Landsäugetier, das ein derartiges Mythologie und eine derartige Freiheit und Faszination auch ausstrahlt wie den Wolf, weshalb eben die Sache so emotional auch so aufgeladen ist. Also gerade ausgerechnet so ein unglaublich spannendes Tier muss jetzt für Probleme in Anführungszeichen sorgen. Möglich ist es halt eben, dass der Wolf bei uns leben kann mit uns. Potenziell. Das ist die große Frage. Ist das wirklich technisch einfach realisierbar? Kann es möglich sein, dass der Wolf in den kleinen Waldstückchen, die zwischen unseren Dörfern liegen, bleibt und da halt eben nicht rausgeht? Dass er dann auch nicht auf die Straße läuft und da überfahren wird und so weiter und so fort. Das ist vielleicht die Idealvorstellung, wenn man sich was aussuchen könnte, wie der Wolf bei uns in der Landschaft leben sollte. Mit ziemlicher Sicherheit wäre es ungefähr so. Wenn man jetzt auf jedes kleine Waldstück wirklich ein Wolfsrudel draufsetzen könnte, so quasi gedanklich, dass man jetzt einfach so Puff macht und dann sind die da, und den Leuten vor Ort halt erklärt, dass die ihre Kinder normalerweise nicht fressen, sondern die genug Rehe kriegen, und eben die Weidevieh halt da in irgendeiner Form dazu kriegt, dass die ihre Weidetiere unglaublich gut sichern, und ja. Wie gesagt, kein Rotkäppchen darf gefressen werden und man kriegt es allen Eltern erklärt, dass das auch nicht passieren wird. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass diese utopisch anmutende Aufgabe wäre meiner Meinung nach, und das ist jetzt nur meine Meinung, der einzige Weg, eine große deutschlandweite Wolfspopulation bei uns irgendwie zu etablieren. Was das kosten mag, das sind bestimmt ein paar Milliarden im Jahr. Also wenn man gleichzeitig eben die Weidetierhaltung aufrechterhalten möchte, jedem, der einen Schreck durch einen Wolf bekommt, hier hast du 1000 Euro. Irgendwie so wird man da arbeiten müssen. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Das wird nur mit entsprechenden finanziellen enormen Aufwendungen möglich sein. Und ich glaube, selbst dann wird es enorm schwierig, wenn tatsächlich mal ein Rotkäppchenfall eintritt. Und es gibt halt eben keinen wirklich vergleichbaren Fall einer so dichten Bevölkerung wie bei uns mit einem vollständig geschützten, potenziell für Menschen gefährlichen Raubtier, das machen kann, was es lustig ist.
ein wesentliches Beispiel, was noch dazu führt, dass ich jetzt dieses Video mache, also ein Update quasi im Umgang mit dem Wolf, ist gewesen, dass ein, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welcher Minister von welchem Bundesland, aber eins der Bundesländer mit entsprechend Wolf, kann Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt gewesen sein, vielleicht auch sogar Schleswig-Holstein, ich weiß es nicht genau, ich glaube, es war aber Niedersachsen, der hatte noch vor. Ja, er hat jetzt vor relativ kurzer Zeit, ich glaube 2 Wochen ist es her oder was, hat er gesagt, dass es natürlich dann auch möglich sein muss, wenn es notwendig wird, einen Wolf zu erschießen, wenn der entsprechend gefährlich wird und so weiter und so fort. Er hatte noch ein paar Wochen davor gesagt, nein, also die Option, einen Wolf zu erschießen, die sehen wir jetzt erstmal nicht. Also das kommt eigentlich nicht in Frage. Und das ist übrigens auch noch die Position vom NABU, dass es eigentlich nicht notwendig sein sollte, einen Wolf wirklich zu erschießen. Den kann man ja auch fangen und den kann man dann woanders aussetzen. Und dann hat er vergessen, dass Schafe gut schmecken und geht nicht mehr zum Menschen, weil er durch diesen traumatischen Schock beim Gefangenwerden und transportiert werden im Viehtransporter oder wie auch immer man den dann dahin kriegen soll, wo er jetzt hin soll, dass er so sehr Angst vor den Menschen bekommt, dass er sich dann nicht mehr dem Dorf nähert. Hat man oft das schon bei anderen Tieren versucht? Es funktioniert manchmal. Es funktioniert mit bei weitem nicht immer. Und das ist auch wieder jetzt ein Aufwand, der halt finanziell auch wieder unglaublich teuer ist. Weil so Leute, die so einen Wolf dann tatsächlich betäuben und einfangen können, sind absolute Spezialisten. Die kosten Geld. Die haben Stundenlöhne von gut, jenseits Gut und Böse. Und wenn man sowas dann häufiger braucht, plus den ganzen Transport mit den ganzen rechtlichen Blabliblablub, den ganzen Verwaltungsapparat, weil das muss ja jeweils im Einzelfall geprüft werden, ob jetzt dieser jeweilige individuelle Wolf jetzt nun gerade eine Gefahr ist oder nicht. Buh! So, was wäre denn die Alternative zu diesem ganzen Verwaltungsapparat und diesem Prüfen, ist dieser Wolf nun gefährlich oder nicht? Und wir müssen alle Wölfe beobachten und ein riesiges Wolfsmonitoring betreiben und so weiter und so fort. Der klassische Weg, den Bestand einer Wildart zu reduzieren, ist Bejagung. Und gerade bei einer Wildart, die ansonsten keine natürlichen Feinde hat, die eigentlich überhaupt keine natürlichen Feinde hat in einem natürlichen Ökosystem. Niemand macht Jagd auf Wölfe, kein anderes Tier. Wäre das vielleicht durchaus eine Option? Es ist so, es ist vielleicht durchaus eine Option. Das ist ein Fakt, dass man sagt, man bejagt den Wolf. Der Mist ist jetzt, ab wann? Und das war ja die erste Frage, die ja zum Beispiel jetzt der DJV auch an den NABU gerichtet hat. Ab wann ist denn die Wolfspopulation stabil genug, um bejagt zu werden? Wie groß soll denn die noch werden, bevor man dann anfängt, sie quasi wieder zu reduzieren? Muss man das überhaupt? Stirbt der von alleine, wenn er nichts mehr zu fressen findet? Das ist eben diese große, wirklich alles entscheidende Frage. Ich habe es ja eingangs auch schon vor einiger Zeit, eingangs war es nicht ganz thematisiert gehabt. Es ist aber auch gar nicht so einfach, dass man jetzt einfach sagt, okay, dann bejagt man den Wolf und schießt jedes Jahr 10% von der Population und dann bleibt er ungefähr auf konstantem Niveau, dass man ungefähr so den Zuwachs in etwa immer gleich wieder entnimmt, dass die Population auf dem gleichen Niveau bleibt. Der Quatsch ist jetzt dabei, dass man dann unglaublich schwierig vorhersagen kann, inwiefern man da dann nicht diese Population, die nie sehr groß sein kann, wenn sie für uns noch verträglich sein soll und sich auf Gebiete beschränkt, in denen der Wolf wahrscheinlich relativ wenig Schaden anrichtet, wie eben diesen Truppenübungsplatz in der Lausitz, das große eine prominente Beispiel, wo das erste Wolfsrudel in Deutschland ja auch aufgetaucht ist. Wie kriegt man das auf die Reihe, dann wirklich da irgendwie das so richtig hundertprozentig zu managen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir im Schwarzwald gerade 17 Wölfe, verträglich sind 16, also muss einer weg. Ja, welchen nehmen wir denn da weg? Am besten den, der genetisch gesehen am wenigsten fehlt im möglichen Pool der Vererbung dieser 16 Wölfe, die dann da leben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese 16 Wölfe aus, sagen wir mal, 3 Rudeln bestehen und damit 3 Gruppen, die was untereinander Geschwister oder Eltern-Tochter-Sohn-Beziehungen haben, macht eine unglaublich geringe genetische Diversität. Das heißt, es müsste die Option geben, dass ein Wolf aus meinetwegen dem Bayerischen Wald, da gibt es jetzt auch noch keinen, aber angenommen davon da würde dann einer rüberkommen, da müsste regelmäßig einer in den Schwarzwald abwandern, dann wieder einer aus dem Schwarzwald in den Bayerischen Wald, damit man mit so geringen Populationen arbeiten könnte. Das ist einfach nahezu nicht möglich, dass es mit einer genetischen Austausch ist. Das große, große, große Problem. Das wird irgendwie nicht funktionieren. Man bräuchte dann wieder höhere Wolfsdichten und das funktioniert dann wieder nicht, weil wir dann wieder irgendwann das Rotkäppchen haben.
potenziell. Das Risiko für einen Rotkäppchenfall, euch ist klar, was damit gemeint ist, ne? Ein Kind wird vom Wolf angefallen. Angefallen reicht ja schon, muss ja noch nicht mal getötet werden. Das Risiko für den Rotkäppchenfall steigt halt mit der Höhe der Wolfspopulation an. Auch das ist ein Fakt. Wir kennen das Risiko nicht. Das Risiko beträgt X. Mag meinetwegen super, super, super gering sein. Gehen wir mal davon aus, es liegt bei 0,00001%. Pro 100 Wölfe rutscht dann quasi, ja, also pro 10er Potenz, 100 Wölfe, 1000 Wölfe, 10.000 Wölfe, rutscht dieses 0,01 jeweils eine Kommastelle nach vorne. Und irgendwann ist es dann halt 1%. Und jetzt sagt man, dieses Prozent gilt von mir aus für ein Jahr. Und dann hätten wir ein einprozentiges Risiko, dass in einem Jahr ein Kind vom Wolf angefallen wird. Das wäre jetzt schon relativ hoch, glaube ich. Für den einen oder anderen könnte ich mir vorstellen, ist das definitiv schon zu hoch. Und das ist allein ja nur die Statistik. Und es mag durchaus sein, dass das halt eben im Einzelfall in einzelnen Regionen, wo wirklich ganz viele Wölfe unterwegs sind, und nur ganz selten mal ein Kind im Wald rumrennt, das kennen die Wölfe dann nicht. Oh, was ist das denn für ein komisches Tier? Das beschnüpper ich jetzt mal. Das Kind kriegt Panik, schreit, rennt weg ist der wesentliche Faktor. Und der Wolf hinterher und oh, ein kleines Tier, das wegrennt. Oh, das können wir ja mal jagen. Und dann ist es passiert. Und ja, das muss nur eine super kleine Wahrscheinlichkeit sein, statistisch. Es reicht ein Kind. Wenn ein Kind tatsächlich mal ein Rotkäppchenfall wird, die entsprechenden Eltern werden jedem in der Bundesrepublik unendlich leid tun. Das wird unglaubliche Angst vorm Wolf wecken. Der wird wieder politisch vertrieben werden. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich glaube da einfach nicht dran. Wenn ein Rotkäppchenfall eintritt, dann muss der Wolf wieder weg. Auf gut Deutsch. Vermute ich. Vermute ich. Weil ich weiß nicht. Also einerseits, der Ökologe in mir sagt, es muss doch irgendwie theoretisch tatsächlich möglich sein für eine Population einer Tierart, also ganze deutschlandweite Population, tatsächlich so ein Opfer zu bringen, dass ein gewisses Risiko besteht, dass da dann mal ein Mensch von 70 Millionen mal irgendwie kaputt geht bei. Ich meine, wenn man guckt, wie viele Verkehrstote es gibt, wie viele Tote an sonst was sterben, wie viele Leute Suizid begehen, das ist ja alles Größenordnung ganz andere Ausmaße. Und jetzt kann man, wenn man jetzt da wirklich völlig emotionsfrei an die Sache rangehen möchte, dann sagen, und ein Kind, das ist ja nicht viel. Könnte man tatsächlich sagen. Sag ich nicht, weil, wenn man sich dann emotional eben in entsprechend die Eltern dieses Kindes einigermaßen reinversetzt und dann überlegt, wenn es mein Kind wäre, was würde ich dann machen? Ich würde persönlich mit der Machete in den Wald ziehen und Jagd auf Wölfe machen oder ähnliches. Also, ist nun mal übertrieben gedacht. Also, so als erste Kurzschlussreaktion. Deshalb, ganz schwierig. Ich glaube, das habe ich auch schon in meiner letzten Wolf-Trilogie ungefähr auch so thematisiert gehabt, dass das Hauptproblem in dem Rotkäppchenfall wahrscheinlich bestehen wird. Gut, ich glaube, das reicht an dieser Stelle. Lösung, ich kenne sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, wohin das führen soll, wenn das immer mehr Wölfe werden. Wie soll man das managen? Es ist mir ein Rätsel. Wie gesagt, nur die Lösung mit ganz, 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 ganz viel Geld und wenn dann nochmal noch das Rotkäppchen da dazu kommt. Oder wir stellen an jedem Waldeingang in Anführungszeichen einen Korb mit Schrotgewehren auf. Jeder darf sich ein Schrotgewehr rausnehmen, mit dem vorgehaltenen Schrotgewehr durch den Wald laufen. Wenn er den Wald wieder verlässt, in einem anderen Korb mit Schrotgewehren das Schrotgewehr wieder abstellen. Das ist natürlich auch völliger Schwachsinn. Oder allgemeine Pfefferspray im Waldpflicht. Es gibt, das muss ich noch sagen, eben die Theorie, dass bei regelmäßigem Vergrämen der Wölfe, sobald ein Wolf auch nur irgendwo die Nase aus dem Wald rausstreckt, dass dann sofort, das kostet auch wieder ein Schweinegeld übrigens, sofort irgendwo ein Jäger auf dem Hochsitz hockt und dem sofort ein Gummigeschoss auf die Nase haut. Also schießt. Dass dann die Wölfe sich quasi überhaupt nicht mehr in die Siedlung trauen und sobald es auch nur jeder Wolf quasi mit einem Peilsender ausgestattet ist sozusagen und sobald der einen bestimmten Bereich, siedlungsnahen Bereich betritt, macht es tüt. Und eine der, keine Ahnung, 5000 Wachen, die ums Dorf rum patrouillieren, schießt dann sofort diesen Wolf
mit einem Gummigeschoss ab. Aber dieser Aufwand, dieser extreme Aufwand, sowas zu realisieren, ich weiß einfach nicht, wie das gehen soll. Und außerdem, wie kriegen wir bitte jeden verdammten Wolf mit einem Peilsender markiert? Das geht ja auch nicht. Wobei, wenn man das versuchen würde, wenn man tatsächlich die Personalien einstellen würde und so viele Wolfsbesenderer einstellen würde, dass die quasi bei Geburt sofort gefangen werden, besendert werden und erst dann wieder laufen gelassen werden, das könnte dann sogar so weit funktionieren, dass die dann merken, oh Gott, Menschen machen schlimme Dinge mit mir. Vielleicht. Ganz vielleicht. Ganz vielleicht. Ja. Es darf diskutiert werden. Ich bin sehr gespannt, ob wir radikale Wolfsbefürworter unter uns haben. Das meine ich jetzt absichtlich ein bisschen provokativ, die mir erklären können, wie das denn bitte funktionieren soll mit dem Wolf langfristig bei uns. Wenn ihr noch einen anderen Vorschlag habt, halt als ja die Variante unglaublich viel Geld nehmen und alles unglaublich bezuschussen und extremen Aufwand betreiben und massenweise Leute einstellen, die auf den Wolf quasi aufpassen, für viele, viele Milliarden im Jahr. Wenn ihr noch einen anderen Vorschlag habt, ich bin extrem begierig, den zu hören, und ich freue mich drauf, wenn da wirklich was da dabei ist. Mir fällt einfach ums Verrecken nichts anderes ein. Ich hätte gerne eine Lösung. Wirklich super, super, super gerne. Bin gespannt. Ja. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Das war jetzt, wie gesagt, natürlich jetzt mal ein bisschen was etwas Längeres, dieses Thema, aber war, glaube ich, auch mal wieder nötig. Ich hoffe, es gab nicht allzu viele Überschneidungen mit meiner letzten Wolf-Trilogie. Manches hat sich nicht geändert, anderes ist jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher geworden. Meine Meinung hat sich so ein bisschen mehr in Richtung Kontra-Wolf geändert. Und ich hoffe einfach, ihr habt irgendwie hier was draus mitnehmen können. Macht's gut.